Wusstest du, dass du Origami-Sterne auch aus unserem Designerpapier machen kannst? Nein? Dann zeige ich dir jetzt, wie es geht. Zum Internationalen Tag des Origamis gibt es heute mal wieder Fröbelsterne. Du benötigst unbedingt einen Papierschneider, denn du benötigst für einen Stern vier Papierstreifen und die müssen exakt gleich breit sein. Ich verwende hier das Papier Fröhlich und Festlich aus dem Mini-Katalog 2023 und ich bleibe mal hier bei diesem. Und ja, du kannst diese Größe oder du kannst halt auch diese Größe arbeiten. Zum Zeigen ist das jetzt natürlich einfacher. Für Einsteiger würde ich so einen kleinen auch nicht empfehlen. Also da würde ich dann auch immer auf einen größeren gehen. Okay, dafür brauche ich jetzt 8 Streifen in 2 cm. Und es muss wirklich exakt alles gleich sein. Die schneide ich mir jetzt einfach mal. So, immer exakt hier oben gegenlegen. Ganz, ganz wichtig. 8 Streifen. Jetzt habe ich noch so ein bisschen über. Daraus könntest du dann noch so einen kleinen Stern machen, weil der braucht 4 Streifen in 1 cm. So, und dieser Stern braucht 2 cm. Und die klebe ich jetzt ganz einfach zusammen. Mein transparenter Kleber hier hat auch genau 2 cm, von daher passt das ganz gut. Und mache es nicht zu breit. Und ich klebe mir die jetzt einfach so zusammen und habe jetzt einen langen Streifen von ja gut 60 oder beziehungsweise 61 cm sogar. Das mache ich jetzt mit allen 8 Streifen, so dass ich 4 Doppelstreifen habe. So, das ist erledigt. So, ich habe jetzt hier so doppelte Streifen und jetzt geht's los. Du musst jetzt jeden Streifen über den nächsten legen. Also ich starte mit diesem hier und lege jetzt den hier drüber. Wichtig ist, dass zum Schluss, also es müssen immer beide so da durch sein, dass zum Schluss die offenen Seiten alle außen liegen und zwar in jede Richtung, von oben nach rechts, nach unten und nach links. So, das ist jetzt der erste Streifen. Ich habe jetzt einen offenen unten und einen offenen links liegen. Jetzt brauche ich den nächsten oben. Das heißt, ich klappe den auf und schiebe den über diesen. So, jetzt habe ich unten ein, oben ein und ich habe hier links ein. Jetzt brauche ich rechts noch ein. Das heißt, hier ist jetzt noch keiner drüber geschoben. Ich schiebe den jetzt über diesen. Dann würden die offenen Enden rechts liegen. Und ich schiebe den durch das durch hier. So. Also. Und jetzt muss das alles zusammengeschoben werden. So, dass du in der Mitte so ein, ja, so ein Quadrat hast. Und das auch schön festziehen. Genau, so sieht es gut aus. Ich halte es dir noch mal ein bisschen hoch. Also so sollte das jetzt aussehen. So, jetzt starte ich mit dem hier oben und lege den so nach unten. Dann kommt dieser von der linken Seite und wird ebenfalls darüber geschoben oder geklappt. Dann nimmst du den von unten und klappst ihn rüber
Und jetzt nimmst du den von der rechten Seite, klappst ihn ebenfalls rüber und jetzt muss er hier durch diesen ersten durch. Dafür mache ich jetzt hier, knicke ich mir eine Ecke so ein bisschen um und schiebe den da durch und da kommt er auch schon und jetzt kann ich das Ganze festziehen und ich habe jetzt wieder dieses Quadrat, was allerdings auch ein bisschen stabiler jetzt ist. So, jetzt musst du gucken, auf welcher Seite du jetzt so ein offenes Teil hast, also so wie hier, so das ist, dass du da was durchschieben kannst. Also hier kannst du nichts durchschieben, du kannst hier jetzt was durchschieben oder bei diesem. Okay, ich starte also mit dem, wo ich was durchschieben kann und nehme mir diesen Streifen und lege ihn jetzt so an die andere Seite an, dass hier so ein Dreieck entsteht. Das drücke ich schön platt, nehme das und lege das jetzt an dieses Dreieck dran, aber so, dass ein kleiner Spalt entsteht. Das ist, wirst du gleich sehen, das ist jetzt für das Umklappen, sonst passt das einfach nicht. Und je dicker dein Papier ist, desto breiter muss der Spalt sein. So, jetzt klappe ich das Ganze um, dass nur so ein Dreieck entsteht. Schön festdrücken. Und jetzt nehme ich dieses Ende, knick mir das einmal um. Ich muss das in die Hand nehmen. Knick auch das etwas um. Und darunter ist jetzt dieses Teil, wo ich was durchschieben kann. Und da siehst du schon, da kommt es raus. Und das ziehe ich jetzt vorsichtig, dass mir das Papier nicht reißt, durch das Teil durch. So, jetzt habe ich hier meine erste Ecke. Jetzt drehe ich meinen Teil in diesem Fall dem Uhrzeigersinn entgegen und nehme jetzt dieses hier. Du musst immer gucken, dass das nächste so ein Quadrat hast, wo du was durchschieben kannst. Ganz wichtig. So, ich lege jetzt das wieder hier an. So, und jetzt falte ich das hier wieder so, dass ein kleiner Spalt entsteht. Und das falte ich jetzt rum. So, das ist mein Anfangsteil. Da habe ich schon so eine kleine Ecke umgebogen. So, das halte ich jetzt so, dass es so ein bisschen nach unten geht und schiebe jetzt das hier durch. Der Vorteil vom Designerpapier gegenüber den fertigen Streifen ist, dass es etwas dicker ist und sich besser, ja, zum Beispiel so durchschieben lässt, während die anderen diese dünnen Streifen schon manchmal umknicken, aber da zeige ich dir auch noch einen kleinen Trick für. Okay, jetzt habe ich schon zwei davon. Jetzt nehme ich diese Seite und mache genau das Gleiche. Du siehst, in diesem Fall gehe ich entgegen dem Uhrzeigersinn. Das musst du immer so gucken, wie du deinen Anfang gelegt hast. So, umklappen. Diese Seite auch wieder so ein bisschen einknicken. Muss es in die Hand nehmen, dann wird das so ein bisschen umgefalzt und der wird da durchgeschoben. Wenn es nicht durchpasst, also bei diesen passt das eigentlich, dann knickst du die andere Seite auch noch um, sodass du eine Spitze hast. So, jetzt habe ich noch einen, und zwar diesen hier. Und da liegt jetzt der erste schon drüber. Also, ich mache wieder das Gleiche. Falze das um. Schön falzen. Überschlagen. Hier wieder so ein kleines Teil machen. Und jetzt nimmst du das mal so ein bisschen zur Seite, nicht knicken. Und jetzt siehst du hier dieses Quadrat, wo du wieder was durchschieben kannst und schiebst deinen Streifen dadurch.
alles gut festhalten und jetzt mit Gefühl durchziehen. So, und jetzt solltest du 1, 2, 3, 4 dieser Dreiecke haben. Jetzt drehst du das Ganze um und machst genau das Gleiche. Du nimmst diesen Streifen, setzt ihn dagegen, faltest es so zur Mitte, umschlagen, hier wieder die Ecke so ein bisschen umschlagen und hier durchziehen. Und das machst du jetzt bei den anderen dreien ganz genauso. Und auch hier hast du jetzt 4 dieser Dreiecke. So, weiter geht's. Jetzt starte ich mit diesem hier. Und dafür muss ich jetzt den so ein Stück zurücklegen. So, also der ist jetzt hier. Ich hätte auch jeden anderen nehmen können. Und jetzt muss diese Ecke hier drunter. Und zwar so, dass du hier so einen schönen Bogen hast und der muss so ein bisschen aussehen wie ein Schal. Das nicht knicken, sondern nur so zurückschieben und jetzt dieses Teil hier durchschieben und wie gesagt, wenn es nicht geht, umfalzen und in der Regel geht es dann und hier durch diese Spitze hier oder zwischen dieser Spitze kommt jetzt der Streifen wieder raus und jetzt ziehst du den so, dass hier so eine Tülle entsteht. So eine Tülle. Okay, und jetzt steht hier so ein Streifen hoch und das ist jetzt der nächste. Diesen legst du jetzt zurück, den ziehst du hier so ein bisschen rüber und nimmst den wirklich so, wie er ist und fährst jetzt hier so wie in eine Garage rein. Und da kommt er auch schon am Ende zwischen diesem Dreieck wieder raus. Das ein bisschen in Form bringen. Dann hast du hier wieder einen, der so hoch steht. Das ist der nächste. Den davor legst du wieder ein Stück zurück. Rundest den hier und nimmst den jetzt so, wie er ist und machst so eine Schlaufe und fährst hier wieder rein. Wenn es nicht geht, falze nochmal die andere Ecke um und nicht mit Gewalt, denn wenn es zerknickt, hast du die größten Probleme, das da durchzubekommen. Aber da ist schon die Spitze und die kann ich jetzt wunderbar rausziehen. Und jetzt ist nur noch der da und der muss natürlich hier drunter, also wieder so eine Schlaufe machen, wie ein Schal. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Schal. Und das steckst du jetzt hier durch und da kommt doch das raus. Manchmal ist es so, dass es einfach nicht will. Das ist gerade bei den dünnen Streifen so. Dann nehme ich gerne eine Pinzette und schiebe die Enden ganz vorsichtig so durch. Oder du musst mal hier zwischenfassen mit der Pinzette und die Spitze rausziehen. Das geht natürlich auch. So, die Tülle ist auch fertig. Nochmal gut in Form ziehen. Das auch, damit das schön so schöne Spitzen hat. Jetzt wird es umgedreht und du machst natürlich genau wieder das Gleiche. Ich starte mit diesem. Den lege ich zurück. Mache hier so eine Schlaufe und schiebe sie so durch, dass das Ganze hier, wenn jetzt mal hier so eine Spitze vertüttelt, also vorsichtig rausnehmen und in Form ziehen. Ja, und da mache ich jetzt wieder mit allen dreien das Gleiche und du siehst, hier steht der nächste schon bereit, dass der sagt mir, ich bin jetzt dran und ja, los geht's.
So, und alle Tüllen sind da. Mal alle so ein bisschen in Form ziehen, auf der Rückseite auch. Und jetzt werden die Streifen, die jetzt hier zwischen diesen Dreiecken rauskommen, einfach abgeschnitten. So, und fertig ist mein Fröbelstern. Also ich finde, diese Farbkombination ist sensationell. Also sie sieht richtig toll aus. Und manchmal hat man ja so verschiedene Bögen in einem Set oder mal einen Bogen in einem Set, was einem nicht so gut gefällt. Und das als Farbspiel ist es immer super toll. Und hier siehst du jetzt so ein bisschen das Tesafilm, also diesen Klebefilm. Aber ich finde nicht, dass das besonders stört oder auffällt. Sonst drehst du es einfach andersrum, da sieht man es nicht mehr. Also, wenn du halbe Sterne machen möchtest, wie gesagt, ich verlinke dir auch das nochmal im Blogbeitrag. Und was man auch machen kann, man kann das auch aus Schleifenband machen. Auch das ist super toll. Kommt jetzt so ein bisschen, das Schleifenband muss relativ fest sein und man braucht natürlich immer so ein bisschen Material dafür, aber auch das schreibe ich dir gerne nochmal in den Blogbeitrag. Ja, und das ist es jetzt hier zum Tag des Origamis und im Blogbeitrag findest du auch noch weitere Anregungen und Verlinkungen zum Thema Origami für die unterschiedlichsten Sachen. Also guck unbedingt auf meinem Blog vorbei. Vergessen nicht, meinen Kanal zu abonnieren und eventuell nochmal die Glocke zu betätigen, damit du immer informiert wirst, wenn es etwas Neues gibt. Also, ich wünsche dir viel Spaß und sag Tschüss!